Jetzt wird es hoffentlich bunt und laut und fröhlich und vergnügt. Wer bei der Wärme eh nicht schlafen kann, das in der Berliner Kulturbrauerei. Richtig, hier steigt das 10. Festival Popkultur. Remi Demi draußen mit und von Künstlerinnen und Künstlern aus vielen Ländern. Und Philipp Höppner war für uns da und ist es wahrscheinlich immer noch. Ja, ich bin mittendrin im Remi Demi. Hinter mir auf der Bühne wird tatsächlich gerade Karaoke gesungen. Also da sind zwei Performerinnen und Performer und die holen jetzt hier Publikum auf die Bühne. Und die können jetzt hier zum Beispiel gerade Dancing Queen von ABBA singen auf der Bühne. Es singt aber natürlich nicht nur das Publikum, sondern auch viele weitere musikalische Acts, die hier auftreten in der Kulturbrauerei, in den verschiedenen Hallen, im Kesselhaus zum Beispiel. Da haben wir vorhin mal reingeschaut. Ganz viele verschiedene Performances, die da stattfinden von ganz vielen verschiedenen Künstlern. Über die möchte ich jetzt sprechen mit der Festivalleiterin, mit Marie von der Heidt. Können Sie uns ein bisschen sagen, was die Idee, was der Charakter von dem Festival ist? Also in erster Linie ist Popkultur natürlich ein Musikfestival. Aber es ist ein bisschen anders als reguläre Musikfestivals, die man so kennt. Wir sind nicht auf ein Genre festgelegt, wir sind nicht auf große Headliner festgelegt. Wir zeigen alles, was für uns aus künstlerischer Sicht spannend und neu ist und was eine künstlerische Sprache spricht. Es gibt ein tolles Diskursprogramm. Es gibt die wunderbare Chai-Stube. Das ist ein Auftragswerk, was jedes Jahr eigentlich auf dem Hof der Kulturbrauerei ist. Und was bespielt wird von unterschiedlichen Kollektiven in Berlin, Menschen, die tolle Ideen haben, sowas zu machen. Genau. Und dann gibt es auch noch ein tolles Nachwuchsprogramm. Und es ist irgendwie sehr ganzheitlich, ein sehr ganzheitliches Musikfestival. Und all das gibt es 3 Tage lang hier in der Kulturbrauerei tatsächlich. Also jetzt heute Morgen und übermorgen noch. Tickets kann man sich kaufen für 75 € für alle 3 Tage oder an der Tageskasse für 32. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Dancing Queen.